nur Sachen gemacht. Das ist nicht schlimm, das haben wir schnell wieder. Nein, wir wollen nicht oben anfangen. Ist das überhaupt ein Lanz oder so? Keine Ahnung. So Viech ist gerade in den Leuchten. Wieder. Viecher suchen überall das Licht und das größte Licht, was hier gerade ist, Straße und ich meine Baustraße, nee, sind nicht Baustraße, aber solche Lumi Valimax Gedönse, die natürlich extrem viel Licht abgeben. Und was haben wir dabei? Nicht mal eine Spitzhacke. Scheiße. Na gut. Nein. Machen wir noch gerade eine Runde schöne. Verdammt, nochmal eine hoch. So, und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ein Shift-Taste ist irgendwie verhext. Teilweise kann ich es hier. Ich muss wirklich irgendwo Spitzhacke machen. PaceFK, tut mir leid, das geht leider nicht. Tut mir leid, ich muss es vielleicht noch einrichten, damit man über auf einen anderen Host oder so. Ich muss es noch einrichten, aber ich glaube dann, es gibt irgendwie, vielleicht wenn ich auf zwei Anbieter gleichzeitig bin, ich muss noch schauen, wie das geht. Ich muss eine Spitzhacke kaufen, auch mal. Ich rieche das vielleicht noch ein für nächste Woche dann auch mit PaceFK spendbar. Vielleicht. Ich muss wirklich schauen, weil aktuell geht es gerade nicht. Es wäre wirklich schön, wenn ihr mit PaceFK spenden könnt, aber PayPal hat ja über 70% der Leute. Tut mir leid, aber schon wahr. Spitzhacke, wo haben wir denn eine Spitzhacke? Und spenden müssen wir eigentlich gar nicht. Wieso wollen überhaupt alle spenden in der Runde? Wieso wollen alle spenden? Man muss ja nicht mal spenden, wenn man nicht will, ne? Wieso gibt es einige Leute, die wollen hier einfach nur spenden? Ich weiß nicht warum, aber das ist ein Phänomen. Ich quatsche auch nur die Leute zu. Also, Plexi LP, willkommen im Club der Bekloppten und ich freue mich für jedes neue zugängliche Gesicht. So, ja, wir gehen mal hier runter mit und wir haben da, oh, wir haben noch hier in der alten Kiste, haben wir sogar noch, hä? Ne, völlig falsch, eine Runde. So rum. Ich glaube, ich werde es vielleicht dann, soll ich es gerade in diesem Stream gerade nochmal, ich glaube, ich mache das hier, ne? Ich bin doof. Du merkst nur leicht. Nur leicht, dass ich hier doof bin. Tut mir leid, aber ich bin nur so. So, reicht vielleicht fürs Erste. Und wir werden es vielleicht noch anschauen, ne? In diesem Stream werden wir uns anschauen, ob wir irgendwie das hinkriegen, mit PaceFK zu spenden. Natürlich auch natürlich schön, wenn man hier über PaceFK auch spenden könnte. Gibt es einfach wahrscheinlich andere Auswirkungen oder so. Oder ich weiß nicht, wie wir das dann machen mit... Jetzt komm hoch, du Arschgesicht. Vielleicht nicht über, was habe ich aber aktuell hier? Twitch Alerts, sondern was gibt's überhaupt noch? Mal kurz. Twitch Spenden mit Pay Safe Card. Geht's überhaupt? Ah, das ist andere, ne? Glaube ich, nur das dann über Tipstream, aber ich mache das vielleicht dann auch noch 3 Sekunden später. Ach, das geht auch über das? Ich glaube, ich nur noch den anderen, ne? Also, wenn man hier in knapp 10 Minuten, drehe ich das dann rum, dass wir dann von Twitch Alerts auf Tipstream gehen, dann können wir auch über PaySafe auch spenden, ne? Das ist vielleicht wirklich was. Nur mal so als Ansage, weil ansonsten können die Leute die PaySafe-Karte aber nicht spenden und das ist auch, ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die haben PayPal, aber es gibt sehr viele Leute, die haben auch kein PayPal und das ist, finde ich schade, wenn die Leute auch, klar, wenn du da zuschaust, auch spenden willst oder irgendwie mich unterstützen willst oder so, ich weiß zwar nicht wieso oder warum, aber es ist aber auch da. Shit. Ein bisschen doof hier mit dem nein, nicht PayPal, nicht PaySafe. Twitch hat natürlich hier ein bisschen Bitrate, die Probleme hier hoch schwimmen. So,
Hier, die wunderschöne Treppe hoch. Lalalalala. Und jetzt können wir das Ding abrucken hier. Ah. Der Modcrafter, hallo. Und man darf in 10 Minuten hoffen, dass man spenden kann. Ich versuche das über anderen Hoster zu machen, damit man auch über Paysafe spenden kann, immer so als Ansage. Der Modcrafter, hallo und willkommen im Club der Bekloppten. Ein Mitglied mehr, das im Altersheim landet. Irgendwann mal wieder. Man darf ja hoffen. Wieder ist falsch angeschmissen. Oh Mensch, Kinder, hier. Wir kriegen noch die Hölle hier. Oh, hui. Also ich bin ja ziemlich am Start eine Runde, ne? Und ich denke auch, es ist hier eine Wuselarbeit. Feinsten gleich. Man muss, seitdem die Treppen auch als offiziell in Minecraft als Dächer benutzt werden. Arena-Rennen, hallo und willkommen. Ja, hey. Wunderschöne Woche gehabt, ne? Plexi, schau mal in die Info auf Twitch. Da siehst du es nämlich. Ich habe sogar Discord. Sogar eingerichtet für YouTuber. Und glaube ich über knapp 30 oder so sind drauf. Also registriert, nicht aktiv. So. Möglicherweise habe ich das Ding. Also wer hat das nicht? Also das heißt Twitcher oder Let's Player oder wie auch immer. Woche war lange wie ich immer. Ja, ist immer so. Wochen sind langweilig, bis sie rum sind und bei mir zuschauen können. Das war als Eigenwerbung aufs eigene Kack geschissene Lob. Das sollte ich eigentlich nicht machen, aber ich mach's irgendwie. Mein Handy sagt mir gerade, ich soll schlafen gehen. Wunderschön. Ich gehe natürlich schlafen, logischerweise. In der Schule halt, ja, ich weiß, ich soll froh sein. Ja, das auf jeden Fall. Aber wenn man selber drinsteckt wenn man selbst in der Schule ist, ist es einfach nicht so. Dann merkt man, scheiße, wann darf ich eigentlich arbeiten gehen? Ich hab's gerade gemerkt, wie in der Lautstärke. Ich dachte irgendwie, ja, ist halt so und will so bleiben und so, guck mal. Nee. Ist die auf der Webseite ausgelaufen? Kann das überhaupt sein? Falscher Knopf. Nee. Plexi. Du musst auf eine Webseite gehen. Ach, logisch, dieses Ding ist. Ach, ich bin Depper hier. Warte mal kurz, ich mach mal kurz was anderes. Ich wechsle das kurz, ne? Den Link wechsel kurz. Das Ding ist ein bisschen doof gewesen. So, Voice Server hier. So, Moment. Jetzt kannst du draufklicken. Nochmal refreshen und dann kannst du draufklicken. Sollte funktionieren. Yep, und dann musst du unten einfach eine Runde connecten klicken. Ist aber logisch. So, jetzt darfst du noch einmal probieren. So. Zap. Zippel. Zippel. Oh, Plex ist aber mal eine Runde weggegangen. Okay, kein Problem. Also hier ist schon. Haben wir überhaupt. Verdammt, wir haben kein. Ich habe mit dem noch irgendwas zu basteln. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dann haben wir es auch. Aus hier. Also wir sind nicht gerade mit Ziegel gereinigt oder geerdigt oder beglückt worden. Mir das Schiff mal zeigen. Das Schiff ist nicht weitergekommen als vorhin. Also, das Schiff ist nie weitergegangen. Das Schiff ist aber hier geblieben. Haben wir hier überhaupt, ach, wir haben den im Gepäck. Ja, wunderschön. So, wieder mal weiter. Ach, 4. Super. Wie sollen wir hier noch arbeiten mit 4? Das ist keine Arbeit, das ist eine Zwangsarbeit hier. Oh. Flop. Und Flop. Und Flop. Internet weg, das würde bei uns nie passieren.
Da kann man knicken hier mit bei uns. Wenn Internet weg ist, dann haben wir aber ein Riesenproblem. Aber das Internet wird nicht weg sein. Ein Gigabit up and down wird nie weg sein. So, was wollte ich eigentlich tun? Genau, das wird ein Leuchtturm. Irgendwann wird es ein Leuchtturm sein. Ich weiß nicht wann und wieso, aber es wird mal einer sein. Und wir brauchen irgendwie Lehm. Wir brauchen Lehm für die Ziegelsteine, die wir aufs Dach kloppen. Und da wird es, Du bist nicht die Anna. Nee, das war ein anderes. Ich könnte es mal theoretisch gesehen mal gucken, aber ich will das nicht machen im Geht's überhaupt? Nee, es geht nicht. Ach du Scheiße, tut mir leid, ich bin da raus. Aber es sieht vielleicht einfach so scheiße aus, der Leuchtturm, ne? Der Leuchtturm sieht gar nicht mal so scheiße aus, muss ich sagen. Also, er könnte beschissener aussehen, der Leuchtturm. Und, es ist einfach so, wie es ist. Und es bleibt so, wie es sein muss. Und, ja, Arena-Rennen, mein Problem mit Namen sind allgegenwärtig. Ich habe Probleme, die zu merken. Das ist mein Riesenproblem. Ich kann kaum irgendwelche Namen merken, die ich nicht jeden Tag oder jede Woche... Warte mal kurz. Warst du die Dingens, die... Stimmt ja, ach, ich bin doch so Deppe. Ach, meine Fresse. Okay, ich, da, das ist logisch. Ich muss mal wissen, ich bin jeden Samstag. Ja, ich auch, ich bin jeden Samstag auch hier, also bei dem her kann man nicht klappen. So. Wir brauchen irgendwie Leben. Irgendwie brauchen wir Lehm zum Ziegelsteine kloppen. Oder wir holen uns mit einer Schaufel dann spätestens irgendwann mal noch Lehm. Hier haben wir natürlich die Dinger. Ein Stock. Super. Das ist ja nicht wahr. Das kann ja nicht wahr sein hier. Komm mal ran, du Ranzfett. Hä? Hallo? Ja, nur die Woche da sind, ist einfach problematisch, aber ich weiß deinen Namen. Flex, ich hab's gesehen. Ich weiß deinen Namen. Du bist ja die mit J. Weil das sage ich nicht, weil ansonsten können hier Leute wahrscheinlich. Sieht ihr mich überhaupt? Ist der doof oder was? Boah, aber ich dachte hier langsam, aber wir müssen ja. Nein, wir müssen hier irgendwie. Haben wir hier noch Schaufel drin oder so? Haben wir hier irgendwie Schaufel? Genau. Genau. Schaufeln haben wir. Aber nicht genügend. Wahrscheinlich wirklich nicht genügend. Hammerstein haben wir. Wir brauchen. Wir haben das auch dabei. Mann, wir haben alles dabei. Wieso suchen wir auch jeden Kisten überhaupt? Ein, zwei. Was, geht das nicht überhaupt? Shit. Ich bin verwirrt. Das ging nicht. Nein, wir brauchen die hier. Ich weiß es doch. Man muss mein Gehirn ein bisschen auffrischen. Teilweise muss man da wirklich anhauen und angrabbeln, das Gehirn. Ein bisschen reinfassen ins Gehirn. Und dann geht es vielleicht auch ein bisschen besser. So, wir müssen irgendwie an Dingens kommen. An Lehm für Ziegelsteine dann später. Nicht schon wieder so ein Ding hier. Das nervt doch hier eine Runde. Haben wir irgendein Problem hier? Wir haben ein Problem. Ja, na toll, wo ist? Dann bauen wir uns eben wieder raus und holen dann wieder, wundersam, wundergut. Extremst gut gebaut haben wir hier. Das geht also A1. Bis Anfang, also ich bin natürlich alleine bis Anfang Dezember. Ja, ein bisschen Dezember, glaube ich schon. Eigentlich jedes Wochenende bin ich eigentlich nicht allein. Also der Herr kommt immer wieder und sitzt auch gerade nebenbei, also nebenan. Der Herr sitzt wirklich nebenan und spielt auch irgendwie etwas anderes. Keine Ahnung was, aber
Ich schaue gerade YouTube-Videos an, nur mal so als Information. Mein Mitbewohner ist Wochenends da. So.